stellt euch einfach vor, es ist UEFA Champions League, aber die Top-Clubs sind Murmeln. Ja, genau darum geht's heute. Marble Race UEFA Champions League Edition. Wir gehen von der Gruppenphase bis hin in die K.O.-Phase und ins Finale und wir suchen uns ein Team aus, das wir supporten. Ich sag Atalanta, nein, FC Porto, die haben Juve rausgehauen. Der FC Porto gewinnt's. Atletico, Lokomotive Moskau, Bayern und Salzburg hier im ersten Gruppenspiel. Atletico sieht da sehr souverän aus. Wie viele kommen denn weiter? Atletico, Lokomotive, oh, jetzt Bayern. Ja, Atletico und Bayern, die zwei Favoriten aus der Gruppe. Salzburg noch als Dritter. Ich weiß nicht, wie viele weiterkommen. Nur zwei, okay. Oh, die Musik ist schon sehr, sehr... Ich sag, ja, Gladbach und Donetsk kommen hier weiter in der Gruppe. Oh, die sind auch erster und zweiter aktuell. Meine Güte. Solange Porto gewinnt, alles egal. FC Porto, Freunde. Was glaubt ihr? Schreibt in die Kommentare, wer ihr glaubt, dass das Ding gewinnt. Und ändert, ja, sucht euch ein Team aus, das ihr supportet. Ich sag, wie gesagt, der FC Porto. Real Madrid. Ist hier easy durch. Shakhtar und Gladbach ist noch letzter geworden. Uiuiui. So, jetzt wird es zum ersten Mal richtig, richtig knusprig. Komm, Porto. Es heißt noch gar nichts gerade. Heißt noch gar nichts. Porto ist erster gerade, aber eine Kugel ist zumindest durch von Porto. Eine Kugel ist durch. Die kommt easy durch. Oh, nicht aufhalten. Nicht aufhalten. Ah, das ist die zweite Marseille-Kugel. Nee. Diese scheiß Manchester City-Kugel. Habt ihr das gesehen? Diese. Hier. Ja, Porto ist raus. Was soll ich jetzt machen? Gut, dann supporte ich ab jetzt Barca. Die sind noch unten drin in einer anderen Gruppe. Was bleibt mir jetzt anderes übrig, ja? Meine Mannschaft ist schon ausgeschieden. Das tut natürlich jetzt weh. Porto hätte ich gesagt, aber... Atalanta wollte ich ganz am Anfang sagen. Die werden das Ding jetzt wahrscheinlich gewinnen oder sie scheiden jetzt aus. Ja, jetzt sind sie mal weiter auf jeden Fall. Liverpool gerade noch so secure. Das war eine richtig, richtig enge Entscheidung. Denn auch Ajax ist da zum Schluss nochmal richtig schnell geworden. Die grüne Kugel da von Krasnodar sieht richtig heftig aus. Aber gut ist sie nicht. Ach, Rennen macht hier das. Rennen. Der war gut, oder? Ja, Wahnsinn. Wahnsinnig schlecht. Ja, aber hier, jeder bringt eine Kugel durch und die zweiten Kugeln kommen erst hinten, aber ist wurscht. Chelsea und Rennes. Ja, Rennes, die haben eine richtig gute Figur gemacht gerade, gell? Die haben einen richtig guten Eindruck gemacht. Hauptsache Dortmund kommt nicht weiter, das wäre mir noch sehr wichtig. Lazio ist durch, Dortmund, nein, Dortmund wird noch Zweiter. Ach, schade. Ich bin kein großer Dortmund-Fan. Ja. Ne? Hier. Schalke. So, Barca, jetzt wird's knusprig. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt wird's heiß und fettig. Super, beide Kugeln nicht durchgekommen. Ah, jetzt der Push vielleicht noch. Aber so ein letzter Platz schmeckt halt nicht, weil da kommt zumindest... Ja, vielleicht jetzt... Barca, auf Platz 2 noch. Sag ich doch, vielleicht kommt da so ein kleiner Busch durch. Und der FC Barcelona ist da, Freunde. Hier, da. Barca, ich sag's doch. Die machen das. So, Leipzig braucht ja auch nicht unbedingt weiterkommen. Başakşehir hier und United vielleicht. Nee, nicht. Okay. Sieht nicht so aus. Sieht nach Başakşehir hier und PSG aus. Oh, Leipzig zumindest nicht, ne? Ach gut. So, jetzt wird es gleich knackig. Jetzt geht es nämlich schon in die K.O.-Duelle. Von den, also waren alles K.O.-Duelle, aber... Jetzt geht's in die Elimination. In die erste Elimination. So, let's go. Ich sag Atletico und Donetsk kommen weiter. Oh, Atletico und Real. Atletico und Real, die beiden Madrid-Clubs nehmen München und Donetsk-Clubs. Ist auch lecker. Kann man nichts sagen.
das eigentlich irgendwie. Ich denke mir die ganze Zeit, das ist so schnell. Es ist einfach auf Wiedergabegeschwindigkeit 1,25 gestellt gewesen. Ich habe keinen Plan, warum. So. So, jetzt ist das Ganze wesentlich angenehmer. Und ich dachte mir schon, boah, die Musik ist so hektisch. Und ich sehe gerade so bei meiner Aufnahme, wie lange ich aufnehme und denke mir so, okay, die Zeit hier ist mit den Pausen irgendwie weiter hinten. Das macht gar keinen, weiter vorne, das macht gar keinen Sinn. Marseille und Liverpool. LFC. Wieder stark in der Champions League. Real. Ah, okay, immer eine Mannschaft kommt jetzt. Okay, Barcelona spielt erst im letzten. Gut, dann jetzt Rennen wahrscheinlich. Das ist mein Tipp. Rennen macht das Rennen. Und den Witz werde ich noch 17.000 Mal machen, wenn es sein muss. Ist mir scheißegal. Come on. Oh, das ist aber langsam gerade. Da geht gar nichts weiter. Die stehen ja. Oh, da wird da hingerollt. Und jetzt da an der Schleuse vorbeirennen. Nein, die werden noch von Chelsea Als ob die hier noch von Chelsea überholt werden. Nee. Einfach nee. Nicht cool. Nicht cool, wenn ich sage, wisst ihr, ich lag schon bei Porto daneben. Jetzt habe ich gesagt, Rennen macht hier in dem das Rennen. Und ich wollte diesen Witz noch weiterbringen. Dann, aber Real, Liverpool, Chelsea, was ist da? Da muss jetzt PSG oder Barca reinkommen. Also es setzen sich auch da die Top-Clubs durch. Also entweder es kommt hier ein Top-Club ein weiterer Top-Club ins Halbfinale oder es kommen drei absolut, oder es kommt eine Überraschungsmannschaft, die Istanbul Başakşehir hier. Ja, das sieht gut aus jetzt. Ja, das ist. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht mehr verlierbar, aber PSG kommt. PSG macht's. Was ist denn das für ein Finale? Für ein Halbfinale. Wie viel, jetzt habe ich ganz. Wie viel war Barcelona letzter? Ne, vorletzter zumindest. Na ja, super. Real, Liverpool, Chelsea, PSG. So drei davon kommen jetzt weiter. Ich sag, Chelsea kommt nicht weiter. Real Liverpool PSG ist das Finale. Ein Hochkarät. Boah, das ist ein starkes Finale. Chelsea, habe ich gesagt, kommt nicht weiter, gell? Ja, super, dass die auf Platz 1 liegen. Liegen auf Platz 4, let's go! Und die eine Kugel von Chelsea ist weg vom Fenster. Und die andere ist auch da hinten. Also wenn die da nicht jetzt durchpusht, sie pusht durch, aber auf Platz. Ja, okay, Chelsea ist noch auf Platz 3. PSG ist raus. Real Liverpool, Chelsea. Was glaubt ihr? Real Liverpool oder Chelsea? Lustigerweise Real und Liverpool ja auch wirklich im Halbfinale, im Finale aktuell. Und Chelsea hat ja auch gegen Real gespielt, also. Ha! Das wird prickelnd. Ich sage übrigens, Liverpool macht's. Oh, jeder ist mit einer Kugel da vorne drin und Real hat eine gute Ausgangsposition. Aber wenn sie da jetzt nicht durchkommen, hilft ihnen das gar nichts. Aber sie kommen durch, sie kommen als Einziger durch. Real macht's. Real vor Liverpool. Real Madrid ist Champions League-Sieger im Marble Race, Freunde. Real vor Liverpool und Chelsea. Und das ist wirklich Real vor Liverpool. Das ist die Prognose für das diesjährige Champions League Finale, Freunde. Da fährt der Zug drüber. Da könnt ihr, gebe ich euch schriftlich, Real schlägt Liverpool im Champions League Finale anscheinend. So wird's ausgehen. Meine Güte. Also das ist beängstigend, wie genau diese Prognose war. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das dann auch so eintreffen wird. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr öfter nochmal Marble Race sehen wollt. Ich finde das immer noch so geil und da gibt es noch genug Videos. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.